So, und willkommen zur zweiten Folgeaufnahme, meine Out-of-Order-Let's-Play-Aufnahme zu My Test. Linux Works Next Generation, oh. Da ist ein voller Server. Jetzt kann ich mal kurz gucken. Projekt. Ja, nee, siehst du, ist nichts gelistet. Wir sind also undercover unterwegs. Muss ich überlegen, das war das hier. Schätze ich mal. Ja. Muss jetzt die Medien wiederholen? Ich hab die doch, die müssen doch gecached sein. Oder hat er einfach nur protesten müssen? Müsste er eigentlich jetzt überspringen? Ja, genau, hat er übersprungen. Okay. Dachte gerade schon, muss ich die ganzen Bilder jetzt nochmal holen. Gott, hier sind schon so viele Sachen, selbst das Überspringen dauert ewig. Ah ja. Ich halte meine Server lieber eher clean und ein bisschen spartanisch, ein bisschen vanilla-like. Hat man zwar nicht so viele Möglichkeiten wie hier, aber dafür hat man eine relativ schnelle Umgebung. Außerdem muss ich ganz persönlich, ganz ehrlich sagen, ich mag so dieses Vanilla-like. Ich find's schön, wenn so Spiele einfach gehalten sind, aber dafür flexibel gehalten sind. Weil, und das ist nämlich das, was ich persönlich nicht so sehr mag, das Problem ist bei solchen Sachen, die extrem viele Mods drin haben, man hat zwar sehr viele Möglichkeiten, aber man hat Sachen, die von Optik her überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Ich meine, hier, guckt euch mal das an. Das hier ist so relativ optisch einfach gehalten. Und dann hat man hier aber auf einmal sowas. Was richtig technisch aussieht, einfach wie ein Foto. Und das sind dann so die Sachen, da muss ich sagen, das ist an sich erstmal jeweils einzeln gesehen betrachtet schön. Aber wenn man die Sachen dann miteinander kombiniert, wirkt das denn wie, ja, man merkt halt, was von was ist. Und das ist keine homogene Masse mehr. So, wo kommen wir hier raus? Aha. Ja klar, Layla will erstmal hier mit Rüstungen angeben. Ah ja, die hat ja Faustzeck hinter den Ohren. Im Briefkasten hat sie auch. Ach, kann er Sachen reinpacken? Ha! Sie haben Post. Nein, die will überhaupt nicht angeben. Nein, ach, wo? Hä? Achso, das Glas drunter. Ja, so groß wird unser Bit wahrscheinlich nicht. Sie will überhaupt nicht angeben. Ach, wo? Oh. Digga, hier blinkt ja alles. Okay. Der Raum sieht erschreckend seltsam aus. Wir belassen es mal dabei. Ne? Wir wollen ja keine bösen Geister rufen hier. Also das hier sieht tatsächlich geil aus. Das ist echt wie so ein so Weinanbau. Kennt man ja vielleicht so Bilder, Videos oder so, so Weinreben. Sind ja auch so generell so als Stränge, wo dann so Wege zwischen sind. Meistens natürlich auf dem Gefälle, klar. Hier ist es halt flach. Whatever. Ja, man sieht hier auch schon, es gibt halt haufenweise verschiedene Früchte. Deswegen, umso komplexer ein Spiel wird, umso interessanter wird es. Aber leider auch eine Mailbox. Ey, wir brauchen auch eine Mailbox. Kommen wir nicht rein. Farbiges Glas, okay. Na gut. Ja. Es war schön komplex und schön kompliziert, aber das Problem ist halt, man will halt dann auch irgendwie versuchen, alles anzubauen. Und das auf unserer kleinen Fläche da wird dann eher schwer. Und die haben ja auch alle so eine Blockhäuser. Der hat hier wenigstens ein bisschen Abwechslung mit dem Steindach. Ist zwar jetzt nicht die hohe Kunst, aber zumindest besser als das. Ist das hier? Sorry, ich schiebe mal ganz kurz.
Computer Pipett. Was auch immer ein Pipett ist. Oh, mach ihn ja rein. Irgendwer's Haus? Die haben ihren Namen. Hä? Als Owner steht die Leila drin. Ah. Bei uns hat sie uns eingetragen. Also wir sind wirklich Owner unserer Fläche. Da steht zwar auch Leila mit drin, aber sie ist quasi dann nur Miteigentümer quasi. So, da ist auch eine Stalltür, da kommen wir auch nicht rein. Ansonsten, ja, hier ist eine Straße. Okay. Ein Haus aus Wassermelonen? Hm. Ja gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ach du Kacke. Wir sind im Rotlichtmilieu abgestiegen. Yay. Hä? Fahr. Du sollst fahren. Geht doch. Oh. Ja gut. Das lassen wir dann mal. Hä? Okay. So, nein, ich wollte hier nichts pflanzen. Entschuldigung. Er hat das hier abgezogen? Nein, hat er nicht. Okay, ich wollte. Kann man nicht benutzen. Please insert a coin in the machine. Ja, eben. Siehst du, mit den Coins müssen wir uns. Siehst du, jetzt haben wir schon 6. Wir müssen uns auch mal überlegen, was kann man denn daraus alles machen? Aus einem Mindgeld-Note kriegt man 2 5 Geld-Mind-Notes. Wisst ihr was? Hier, komm, gib mal. Und jetzt kriegt man daraus. Das und da kriegt man. Cent. Insert a coin. Also die Maschine will wohl ein Coin haben. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ich muss erstmal hier rausnehmen und jetzt da reinpacken. Hoffen wir die Blätter. Wisst ihr, wir müssen uns noch mal Kisten bauen. Nein. Please insert a coin into the machine. Hab ich doch. Ach, mein Geldnote. A coin ist also wahrscheinlich ein Cent oder was? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Na doch, das sind hier die Coins. Also die Cents sind praktisch denn die Coins. Heißt also, wir brauchen jetzt. Ich mache erstmal nur ein, ne? Okay, so, was haben wir? Ich bin verwirrt. Wow. Ja, okay. Das ist dann also auch nicht so das Wahre. Wow. Ach du Kacke. Also, sorry, aber das hier sind so Sachen, die ich persönlich von Optik her nicht so sehr mag. Und das Ding da sieht auch total scheiße aus. Was soll das denn bitte schön darstellen? Also, sorry, ja, ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Trotzdem möchte ich meinen Geschmack kundtun. Indem ich sage, ich verstehe nicht, was das hier werden soll. Ist das hier eine Rennstrecke oder was? Das sieht hart wie eine Rennstrecke aus, oder ist das so eine Startlinie, aber was ist das für eine Rennstrecke? Ich bitte euch. Hä? Boxenstopp? Oh komm, wir gehen wieder raus. Ist ja. Nee, ist mir. Nee. Gut, gehen wir mal in eine andere Richtung. Also hier die Ecke von der Map, die ist ein bisschen Kauderwelsch. Ja, ist eine. Nee, hier ist eine Straße. Kommen wir hier zu der Kreuzung, wo wir vorhin waren? Wow, ein Haus aus Obsidian. Ah, Number 5, der da vorhin on war. Ach, da hinten. Nehmen wir das Haus hier. Also, ich. Ne? Hä? Ist ja auch. Ach doch, ist protected. Aber die Straße ist nicht protected. Wo war ich gerade? Hä?
Ah doch, genau hier die Straße. Die ist nicht protected. Kann man aus dem Melonen was zu essen machen? Ja! Okay. Unser Hunger hat ein Ende. Und nein, ich werde mir nicht noch ein Stack nehmen. Ein Stack reicht aus, wir wollen ja nicht geizig sein. Das ist auch noch für andere Spieler gedacht, ne? Also, wenn man uns sowas darbietet und anbietet und er bietet, wird schon wieder dunkel, dann ist das schön, aber man muss nicht gleich alles nehmen. Außer im echten Leben. Da ja, aber nicht in dem Spiel. Da nicht. In dem Spiel kann man auch mal die weiße Weste wahren. Was ist das hier? Eine goldene Tür oder was? Sieht aus wie ein Neon. Okay. Jetzt bewegen wir uns hier auf der Straße. Parkplätze gibt es auch. Feldweg gibt es auch. Kann man bitte wieder hell werden? Ah, schade. Gibt's nicht. Auch bei Diabolus Umarov. Umarov. Oh ja, why not? Wow, schau mal, der war ganz schön. Ja. Alle höher, was auch immer hier los ist. Okay. Gehen wir mal wieder direkt zum Anfang. Zu unserem Haus. Direkt in Front auf uns. Wisst ihr was? Wir können auch mal zum Spawn gehen. Keine Ahnung, ob das hier funktioniert. Nein, gibt's nicht. Home gibt es zwar, aber Spawn gibt es scheinbar nicht. Interessant. Gut, können wir mal gucken, ob wir so zum Spawn kommen. Weil beim Spawn gab es nämlich, glaube ich, eine Bank. Da können wir ja mal unser ganzes Geld einwechseln. Die Frage ist nur, wie kommen wir von hier aus zum Spawn? Gibt es irgendwie einen Teleporter? Weil am Spawn, da war nämlich so ein Hyperloop, also quasi eine Bahn. Da oben ist ein Haus in einem Baum. Baumhaus. Gedönst. Okay. Nein. Sind wir wieder hier? Oh mein Gott, hier wird es gerade ganz schön dunkel. Ich meine, ich sehe noch was, aber ich glaube mal, ihr dürftet, nachdem YouTube mit dem Video fertig ist, nichts mehr sehen. Fuck, ich komme nicht rauf. Doch, komme ich. Da sind meine Akrobatik-Skills gefragt. Yay. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ha, ja gut, okay. Nee, lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal direkt wieder zum Haum. Und jetzt gucken wir mal hier. Gewachsen ist hier scheinbar noch gar nichts. Das ist schade, aber auch nicht weiter schlimm. Wobei eigentlich doch. Gut. Unser Haus braucht ein bisschen Holz. Und zwar nehmen wir da. Eine farbliche Abwechslung wäre ganz schön, aber dann müsste ich erstmal gucken, was es hier überhaupt alles für Bäume gibt in der Map. Der Baum da zum Beispiel. Achso, na gut, der ist sowieso protected. Ne, komm, wir nehmen erstmal normales Holz. Wir wollen ja die Standards hier wahren. Und auch wenn alle Welt hier mit verschiedensten Materialien baut, bleiben wir bei Vanilla Stuff. Ja, Vanilla Only. So, da fehlt noch was. Warum auch immer. Gut. Ganz anders als gewohnt. Was ist denn hier los? Wo ist meine Sicht? Hä? 200er Sichtweite, aber trotzdem schockert das hier wieso? Ist doch nicht. Alter, guckt euch die Framerate an. Wir sind hier also gefühlt 3 Bilder pro Sekunde. Also 0,3 Bilder pro Sekunde, ne? Ja, sorry, dann muss ich mal ein bisschen weiter runtergehen. Es bringt aber gar nichts. Oh ja. Okay, ich weiß wieder, woran das liegt. Der Server hier, da ist definitiv noch umfasst nicht so ganz im Gange. Der erstellt hier Antwort und dann. Er erstellt hier andauernd irgendwelche Dummy-Texturen. Und das ist natürlich klar, wenn er die erstmal erstellt, muss er die natürlich in den Grafikspeicher erstmal laden. Und genau an den Momenten
stockert das hier dann wahrscheinlich so. Ist natürlich nicht gerade die feine Art. Und es wird auch gerade extrem dunkel hier. Fuck. Ach Leute, wir brauchen irgendwie Licht. Wir brauchen irgendwie ganz viel Licht. Ich guck mal jetzt nochmal. Gibt es irgendwelche Lampen? Ja klar, Mäuse kriegen wir auch definitiv hin. Kein Problem. Haben wir alles da? Einfach überspringen. Ja komm. Gibt es hier verschiedene Fackeln? Ja, gibt es. Anthrazin can be placed. Ah, das ist ja hier das normale. Fancy Fire. Wow. Wir brauchen Kohle. Hilft alles nichts. Okay, sobald es wieder hell wird, gehen wir mal ein bisschen raus und gehen da mal runter und gucken, vielleicht gibt es da Kohle. Das wäre ganz schick. Ansonsten bin ich auch gerade gewillt, die Fackeln hier abzubauen, also diese Lampen abzubauen und die hier reinzusetzen. Dann wird es zwar außerhalb des Hauses ein bisschen dunkler, aber dafür wird es im Haus heller. Oder wir klauen irgendwo Lampen. Überall sind hier Fackeln. Nur nicht bei uns. Das ist voll unfair. Hey. Suizid. Ah, hier gibt es ja noch Zoom. Ja, das gute alte Mindtest 0.4. Da kann man noch richtig ranzoomen hier, ne? Da kann man richtig die Welt betrachten aus der Nähe. Da fehlt bloß noch Infrared. Oder wie heißt das, womit man Infrarotlicht hier gucken kann? Das war doch Infrarot. Nein. Hä? Das war, was man auch bei Knochenbildern hat. Wie heißt denn das? Gott. Ultra. Nein, nicht Ultraschall. Röntgen. Röntgenstrahlung. Ist schon wieder. So. Okay, hier fehlt noch was. Kann es langsam mal bitte wieder hell werden? Beziehungsweise ich werde hier gleich mal das Ding aufmachen. Und werde hier schon mal alles für die Türen vorbereiten. Boah, das ist doch gerade so extrem. Das ist nicht mehr normal. Okay. Nein, Quatsch, was mache ich denn da? Das hier. Mal gucken, wie sieht eine Tür aus dem Holz aus? Das ist eine normale Tür. Und, ach ja, es war ja, ist ja alles gut. Ist ja gar nicht hier. Das war ja bei, das war ja bei Dingsterbums dabei, bei deinem Bruder. Mein Klon. Wo das war mit dem, je nach verschiedenem Holz hat man verschiedene Designmöglichkeiten quasi. Jedes Mal, wenn ich mich rumbewege, erstellt er mindestens 20 neue Dummy-Texturen. Das ist tatsächlich irgendwie witzig. Ah, es wird hell. Okay, dann springen wir mal ins Wasser und beenden damit unser Leben. Haben wir eine Spitzhacke dabei? Haben wir. Wir könnten uns auch lange mal eine Kiste aufbauen. So, die stelle ich einfach erstmal hier rein. Kombiniert oder sie nicht automatisch? Ne, also gibt es hier keine Large Chests. Schade eigentlich. Okay, der ganze Krempel kommt erstmal alle rein. Oh, haben wir wieder Coin bekommen? Okay, gut. Ach man, ey. Komm hier. Okay. Dann gehen wir mal auf Tauchstation. Was hast du essen dabei? Wir haben natürlich nichts zu essen dabei. Ach, Ronny, wann lernst du das endlich mal? Digga, das kann ich hier nicht so extrem stockern.
Ah. Okay. Wow, das ist das erste Mal, dass ich auf so einer Sichtweite spielen muss. Das ist irgendwie tatsächlich witzig. Na, weil das Schöne ist, jetzt erstellt er immer noch Dummy-Texturen im Hintergrund die ganze Zeit, aber nicht mehr so viele. Weil je weniger Sichtweite ist, desto weniger muss natürlich auch generiert werden und desto weniger Fehler fallen oder treten dabei auf, wodurch weniger Dummy-Texturen entwickelt oder erstellt werden müssen. Nochmal Hintergrund, Dummy-Texturen sind dafür, wenn irgendwelche Objekte da sind, die ein bisschen fehlerhaft programmiert sind und keine Texturen haben. Dann können natürlich keine Texturen nicht dargestellt werden. Dementsprechend erzeugt dann mein Test von sich aus Dummy-Texturen, um praktisch Sachen darzustellen. Und der kommt hier andauernd mit Irrlicht, cannot open file or texture, mops-b.png. Was auch immer ein B ist, also BEE geschrieben. Und dann auch noch UV-Rat, also eine Ratte, die UV-empfindlich ist. So, haben wir schon mal ein bisschen Eisen und wir haben endlich Kohle. Holy fuck, ich werd geil. Yay, endlich Kohle. Oh mein Gott. Und der Kohlesegen hört gar nicht auf. Aber auch wieder Eisen. Also eisentechnisch ist das hier natürlich ultra geil, wobei man dazu sagen muss, zuallererst, das war noch vor der Aufnahme, war ich in einer Wüstenregion. Und zwar in dieser Desertwüste, also diese rote. Und da hat man tatsächlich kaum Kohle, aber dafür halt extrem viel Eisen. Ist halt bei Minecraft so, verschiedene Biome haben halt verschiedene Vorzüge. Und so diese Standardbiome haben halt meistens Kohle. Deswegen hat man halt am Anfang meistens Kohle, aber kein Eisen. Und da, wo ich halt gelandet bin, da hatte man halt haufenweise Eisen, dafür aber keine Kohle. Und hier hat man auch wieder sehr viel Eisen. Vor allem so nah an der Oberfläche, so viel Eisen. Sag mal, haben die hier was am Mapchen rumgedreht oder was? Kann mir kaum vorstellen, dass das Original so ist. Und hier wird es dunkel. Gut, da gehen wir erstmal nicht rein. Wir bleiben erstmal hier schön nah an der Oberfläche. Hier ist ja auch relativ viel Material. Ach Gott, hier ist auch noch Kohle. Da ist auch relativ viel Material. Oh, ach nein. Meine Spitzhacke. Nein! Das kannst du mir nicht antun. Oh mein Gott. Oh, da geht aber auch nein, schon tief runter. Ah. Und Spitzhacke weg. Okay, nächste Spitzhacke. Eine machen wir auf jeden Fall noch. Wir haben kein Holz dabei. Och, komm, ernsthaft jetzt? Ja, komm, ihr da. Hallo? Ach so. Ja, ich schon wieder. Das da. Und jetzt. Dankeschön. Okay. Wir sollten noch mal was essen. Ah, ist nicht gerade so der nahrhafte Burner, ja, aber es reicht zumindest aus. So. Oh, Zinn. Hier oben ist auch Zinn, aber Zinn bringt uns leider ein. Ach, Eisen. Zinn alleine bringt uns da leider nicht allzu viel, da braucht man immer noch Kupfer. Und wenn man denn Kupfer und Zinn hat, dann kann man sich daraus Bronze machen. Boah, Digga, Kohle. Endlich haben wir mal Kohle gefunden. Meine Güte. Okay, damit hat also unser Ofenproblem und unser Lichtproblem endlich mal ein Ende. Das ist natürlich für ein Let's Play, gerade letzteres, ultra geil. Ich meine, wenn ich persönlich privat spielen würde, ich würde bei mir einfach den Gamma-Wert hochdrehen. Fuck off. Ist zwar quasi Cheaten, ja, ich weiß, aber ist mir halt persönlich auch relativ egal. Das Problem ist nur bei dem Let's Play. Erstens sieht es halt optisch gesehen scheiße aus, wenn der Gamma-Wert zu hoch ist, weil dann hat man diese Farbverfälschungen mit dabei. Also diese typischen Gamma-Artefakte. Und vor allen Dingen aber hat man dann halt das Problem, dass ich das softwareseitig machen müsste. Und das sieht dann noch beschissener aus, weil die hardwareseitige Gamma-Korrektur seht ihr ja gar nicht. So, hier geht es noch weiter runter.
Auch wieder Kohle. Ich hoffe mal, derjenige, der die Kohle, der die Kohle erforscht hat, der die Höhle erforscht hat, ist nicht sauber, dass ich jetzt hier die ganzen Mineralien abbaue. Zumal sowieso seltsam ist, warum er die Höhle hier so weit ausgeleuchtet hat, aber nichts abgebaut hat. Vielleicht war er auf der Suche nach was ganz anderem. Diamanten. Richtiger Pro-Gamer. Eisen und so interessieren mich gar nicht mehr. Der hat mittlerweile garantiert 2 Kisten voll Eisen. Jeweils schön als Eisenblöcke. 30 Stacks. Doch, passt. So, wir haben mittlerweile auch echt viel Eisen. Also, oh, eine Maus. Ich würde mal so sagen, tatsächlich, Eisen ist bei uns jetzt schon fast so, dass wir danach auch kaum noch suchen müssen. Heißt also, wir können uns in Zukunft Werkzeug und so auch direkt aus alles Eisen machen. Wobei halt, ich darf einfach nicht vergessen, wir müssten uns auch noch bei Zeiten eine Rüstung bauen. Weil ich meine, ich habe zwar bisher immer noch keine bösen Monster gesehen, aber das heißt nicht, dass es hier keine bösen Monster gibt. Boah, Alter. Guckt euch das Eisen hier an. Okay, Hacke kaputt. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann auch wieder mit der Runde. Ich schaue mir doch